Hallo liebe Community und willkommen zu diesem Special Video. Wir schauen uns heute in Minecraft Wii U Edition das neue Super Mario Mashup Pack an. Ich dachte ja ursprünglich, das ist einfach nur ein Texture Pack, aber seit gestern weiß ich, dass da tatsächlich auch eine ganze coole Mario-Welt mitgeliefert wird. Ja, bei einem amerikanischen YouTuber habe ich da schon ein paar Minuten gesehen und muss sagen, das sieht ziemlich interessant aus. Die ist riesengroß und vereint die verschiedensten Mario-Spiele mit dem einen oder anderen Gebäude oder Easter Egg. Und da dachte ich mir, komm, das guckst du dir jetzt mal mit deinen Leuten mal genauer an. Deswegen nehmen wir uns mal ein paar Minuten Zeit und schauen uns diese Welt im Creative-Modus sowie mit der Schwierigkeit Peaceful an, damit wir da rumfliegen können und von nix genervt werden, Hunger oder Monster, das braucht's alles nicht. Wir wollen uns ganz in Ruhe diese wunderbare Welt mal zu Gemüte führen. So fast 100% blind. Wie gesagt, ich habe nur ein paar Minuten gesehen, aber das sah da schon ziemlich cool aus. Und wir hören schon Super Mario Musik aus Mario 64. Yeah, mega geil. Und auch das Logo finde ich total episch mit den Blöcken im Hintergrund und diesem Mario Zeichenstil oder Mario-Schrift. Und habt ihr gesehen? Die Ladebalken wurden mit Yoshi-Eiern gefüllt. Auch sehr, sehr cool, Mann. Okay, wo bin ich hier? Das ist nicht Peach's Castle, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, das könnte Marios Wohnung sein oder so. Ah ja, genau. Und hier ist auch die Jukebox. Ich weiß nämlich, dass es in dieser Welt ein paar Secrets zu finden gibt. Nämlich Schallplatten. Es waren entweder 8 oder 12. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die Schallplatten sind versteckt und die kann man eben finden. Ich weiß auch nicht genau, wofür die da sind. Entweder damit man hier bei der Jukebox eben immer den Soundtrack einstellen kann, den man gerade hören möchte, weil nach einer Zeit wird die Musik hier auch sich ändern. Damit man das quasi locken kann. Oder damit man die Soundtracks auch in anderen Welten verwenden kann. Das weiß ich jetzt nicht, da müsst ihr mich drüber aufklären. Wäre ganz nett, wenn ihr es mir sagen könntet. Und da oben in der Kiste ist nichts drin. Wir haben die Karte schon in unserem Inventar. Gut, dann wähle ich die mal aus. Ups. Komm her. Und jetzt geht's raus in die coole Super Mario Minecraft Welt. Jaja. Und direkt Boomerang-Blumen vor der Nase. Die kann ich ja leider nicht ausstehen. Zumindest in Mario Kart mag ich den Boomerang überhaupt nicht. Nun gut, was sehen wir? Wir sehen die Hügel mit der Originaltextur aus Super Mario World. Eine riesige Röhre. Da hinten kann ich noch einen Koopa erspähen. Einen Pilz aus Super Mario Bros. Luigi und einen Koopa Shell. Was das ist, weiß ich nicht. Da ist noch ein Mario, eine Feuerblume. Auch wieder so Hügel aus Super Mario World oder 3D World. Irgendwie sowas. Ein Wiggler! Oh, süß! Wieder eine Röhre und weitere Berge. Gut, aber das war es natürlich noch lange nicht. Wir können viele Gebäude aus Super Mario World, Super Mario Sunshine etc. sehen. Sogar ganz Piazza Delfino existiert. Ich weiß nur nicht genau wo. Wir werden es suchen gehen. Aber bevor ich jetzt losfliege, deswegen habe ich ja den Creative-Modus gewählt, gehe ich vielleicht erstmal den eigentlichen Weg. Und der müsste hier sein. Cool auch mit den Blöcken, ne? Kann man da eigentlich irgendwas rausbekommen? Tatsächlich, da sind Sachen drin. Nice! Und natürlich sind auch die ganzen Gegenstände und so ein bisschen an Super Mario angepasst. Da oben zum Beispiel gibt es ein Tanuki-Set, also die Rüstung im Tanuki-Style oder mit dem Froschanzug aus Super Mario Bros. 3. Was das ist, weiß ich jetzt nicht genau. Total geil. Röhren, Sterne. Also all das ganze Zeug, was in Minecraft existiert, ha, Notenblock, als ob ich den bauen würde. Das, alles, was es in Minecraft gibt, ist halt jetzt so ein bisschen mit der Mario-Textur umdesignt. Natürlich auch die Münzen am Start, logisch, und die Karotte aus Super Mario Bros. 2. Pilze. Total episch. Die Melonen aus Yoshi's World, wie heißt es nochmal? Yoshi's Island. Geil, 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 geil. Oh, und bevor ich es vergesse, natürlich gibt es auch Skins, aber wo ändere ich meinen Skin? Da! Warte! Hallo, wie kann ich denn da? Ah ja. Super Mario, wo bist du? Wo bist du? Da! Und das sind total geile Skins. Es gibt sogar Mario mit dem Dreck weg.
Oder Luigi mit dem Schreck weg. Wo ist er? Da. Episch. Sowas gibt's in der PC-Version nicht. Ja, es gibt zwar auch da so ein paar Nintendo-Skins, sage ich jetzt mal, aber die sind alle tatsächlich nicht so geil wie hier. Und Donkey Kong gibt's auch. Boah, geil, nehme ich den gleich mal. So wie Diddy, Daisy, Wario, Waluigi, Tantyrania, die ganzen Cooperlinge. Ja, Hammer. Rosalina, Toadette, Birdo, Dr. Mario, Kamek, Cooper, Shy Guy, Hammerbruder, Bum Bum, wer will den denn? Katzen-Mario, Knochentrocken, Bowser Jr., Feuer-Mario, Tanuki-Mario, Boomerang-Mario, Propeller-Mario, Katzen-Mario, Katzen-Peach. Ach du Scheiße, es ist echt geil. Ich bin jetzt mal kurz Donkey Kong. So sieht das aus. Kann man auch das Gesicht zeigen? Nee, irgendwie nicht. Aber ist egal. Ah, doch, hier. Nice, nice, nice. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was wir so alles entdecken können. Ich weiß nicht, ich glaube, da wird man jetzt irgendwie hochgeschossen oder so. Wie geht das? Ach, da, auf den Block. Ah, es funktioniert nicht. Schieß mich hoch. Schieß mich hoch! Dammit, ich glaube... Moment, ich brauche ein bisschen Anlauf, glaube ich. So, und jetzt. Yeah! Eine riesige Mario-Statue. Goomba. Fragezeichenblock, Pilz. Was ist das hier? Kann ich nicht erkennen. One-Up, Cooper. Ja, also es stehen halt... Ups, scheiße. Achso, da ist auch ein Ausgang, okay. Stehen halt überall so ein paar Skulpturen rum, aber wie gesagt, man kann auch gewisse Gebäude finden. Peach's Castle steht auch irgendwo rum, Piazza Delfino ist eingebaut. Im Never ist, soweit ich weiß, Bowsers Welt. Also da steht auch sein Castle rum und so. Mega, mega geil. Wir schauen uns einfach mal um. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal fliegen. Moment, wie geht das nochmal? Wie geht das denn? Ah ja, okay. Springen und dann zweimal springen in der Luft drücken. So, und sprinten, um schneller fliegen zu können. Nice, nice. Also wie gesagt, die Musik im Hintergrund, die ändert sich automatisch. Was ist denn das hier? Moment, wie komme ich runter? Oh! Die Sonne! Die ist im Super Mario Sunshine-Stil. Sehe ich auch jetzt erst. Ah, okay. Rechten Stick drücken, dann kommt man runter. Ach, da komme ich gar nicht rein. Oder? Kommt man da rein? Sieht mir so aus wie so ein Gebäude? Nee? Hm, vielleicht einfach nur so ein Schornstein. Eine interessante Brücke. Okay, 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 okay. Ich versuche mal so ein bisschen den Weg zu finden. Natürlich, es ist wie eine Open World aufgebaut. Aber, irgendwo muss es ja auch gewisse Wege geben, die zu den gewissen Einrichtungen führen. Hier zum Beispiel. Da, wo geht's hier hin? Was ist das hier? Was machen die Hammerbrüder hier? Hä? Okay, ich habe definitiv irgendwas gefunden. Hier sind auch zwei krasse Blöcke. Also es gibt sehr, sehr viel zu entdecken in dieser World. Ich denke auch mit Freunden könnte das ziemlich viel Spaß machen, im Survival Mode oder so. Gerade wenn man dann auf der Suche nach den Schallplatten ist. Ich hoffe, wir finden die eine oder andere. Aber dazu müssten wir natürlich auch noch ein paar Secrets finden, was wohl nicht ganz so einfach ist, weil die Welt tatsächlich riesengroß ist. Alter Schwede. Oh, oh, doch, hier ist so ein Schloss. Sieht aus wie dieses Zielschloss in Super Mario Bros. Also im allerersten Super Mario Bros. Oder auch im Mario Maker, wenn man ein Ziel erreicht. Okay, und das sieht mir definitiv nach einer Challenge aus. So eine komische Jump'n'Run-Challenge anscheinend. Ja, auch das gibt's hier. Oh Gott, habe ich noch nie gemacht in Minecraft. Sieht man. Aber ich kann ja nicht sterben, Gott sei Dank. Warte, ich brauch, glaube ich, Anlauf. Ja. Oh yeah. Ich glaube, wenn wir das hier schaffen sollten, können wir eine Schallplatte finden. Nein! Ich bin zu blöd. Komm, ich fliege einfach rein. Lel. Hier ist doch was, ne? Sieht verdächtig aus. Ja! Da, tatsächlich, da ist eine. Die Schallplatte Cat. Okay. Yes! Also ich habe jetzt zwar ein bisschen gecheatet, aber das hat keiner gesehen, ne? Ihr habt die Augen zugemacht. Habt ihr gemacht, ja? Oder? 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 Ich hoffe es. Na egal, darum geht's ja nicht. Wir wollen uns hier mehr umsehen. Das kam so plötzlich, ne? Ich habe nur kurz nach links geguckt und dann steht hier auf einmal so ein Schloss.
Also wie gesagt, die Welt ist wirklich mega groß. Und es gibt einfach so viel zu entdecken. Wir nehmen uns jetzt einfach mal ein bisschen Zeit. Ist da unten ein Pocky? Tatsächlich. Ein Pocky. Hallo. Lol. In your face. Da, 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 da. Aber woran ist eigentlich diese Eiswelt angelehnt? Ist das... Oder hier... Oh, hier, guck mal. Dieses Toadhaus. Da will ich jetzt rein. Schaffe ich es ohne zu fliegen? Wie gesagt, ich habe solche Jump'n'Run Challenges in Minecraft nie gemacht. Das war nach meiner Zeit. Deswegen habe ich da auch überhaupt keine Erfahrung und keinen Skill. Moment, wie komme ich denn da hoch? Hä? Komme ich denn da hoch, sag mal? Boah, ich bin auf die falsche Ebene gesprungen, ne? Mann, bin ich Depp. Bin ich ein Depp? Oh, ein Piratenschiff! Das könnte das aus Super Mario World sein. Gucken wir uns gleich als nächstes an. Moment. Oh mein Gott, ich weiß ja hier gar nicht, wo ich hingehen soll. Es gibt so viel zu sehen. Da könnte man glatt mehr als ein Video draus machen. So viel ist das. Ich kann euch nur empfehlen, das Ganze ist kostenlos übrigens. Ich kann euch nur empfehlen, das mit Freunden zu machen. Und anscheinend ist hier auch eine Schallplatte, oder? Nee, hier ist eine Jukebox. Okay, kann ich irgendwie mit der interagieren? Ist das jetzt ein Soundtrack, den ich da aktiviert habe? Wieso kann ich das nicht mehr aufnehmen hier? Irgendwie kann ich das nicht mehr einsammeln. Verstehe gerade nicht, warum. Egal. Ach, warte, da sind noch Truhen. Ist da irgendwo was drin? Nee? Doch! Es gibt doch eine Schallplatte hier, Leute. Damit haben wir die zweite. Und ja, indem man da kurz draufhaut, kann man den Soundtrack ändern. Aber irgendwie bleibt es dann da auch liegen. Verstehe ich nicht. Ich habe es zwar immer noch im Inventar, aber es bleibt da trotzdem liegen. Ist sehr seltsam. Bist du ein Goomba? In your face, Mann. Sind das die Schweine oder die Hühnchen? Irgendwie sowas, ne? Ja, es sind die Hühner, glaube ich. Die Hühner sind jetzt Goombas. Oh, Sonnenuntergang, wie geil. Jetzt leuchtet auch das Piratenschiff. Komm, da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal hin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein allzu großer Minecraft-Fan, das wisst ihr ja, ne? Aber, boah, das Texture-Pack, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Bam, 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 bam. Hier muss es doch auch irgendwas geben, oder? Boah, was ist denn das für eine Mega-Galeone da drüben? Das ist Bowser's Galeone. Moment, gehen wir gleich hin, ne? Gehen wir gleich hin. Dum, 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 dum. Ich will erstmal hier gucken. Da kann man auch irgendwie rein. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ist doch hier auch irgendwo eine Schallplatte. Jetzt bin ich voll auf der Suche nach denen, obwohl das gar nicht mein Ziel war. Lol. Wie komme ich denn nach unten? Vielleicht muss man irgendwie tauchen. Das könnte ich mir vorstellen. Man muss in das Schiffswrack reintauchen. Ja, 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 das könnte sein, das könnte sein. Lass mal sehen. Ach du Scheiße. Aber ich habe ja jetzt auch unendlich Luft, ne? Es ist aber so dunkel, ich sehe nichts. Ich glaube, hier geht's rein. Könnte das sein? Da ist die Truhe. Ich wette mit euch, dass da die Schallplatte drin ist. Wie komme ich da rein, Mann? Also theoretisch könnte ich das jetzt natürlich auch einfach kaputt hauen. Bin ja im Creative-Modus. Lässt sich alles ganz einfach zerstören. Ist aber nicht Sinn der Sache. Also es gibt hier bei dem Schiff auf jeden Fall irgendwie ein Rätsel. Vielleicht muss man auch einen Knopf oder so aktivieren, damit das da freigesprengt wird. Ich weiß es ja nicht. Weiß ich ja nicht, wie das entwickelt wurde hier. Auf den ersten Blick finde ich aber nichts. Deswegen werde ich jetzt einfach mal Rambo spielen und das kaputt hauen. Damit ich euch zumindest zeigen kann, welche Schallplatte da ist. Bam, 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 bam. Boah, es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Bam, 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 bam. Ja, da ist die Truhe. Dreckscheater! Die Mall. Oh, das könnte ein Track aus Mario Kart Wii sein. Ah, seht ihr mal da, da ist ein Hebel. Okay. Dann kommt man von... Da kommt man wieder raus. Aber wie kommt man rein? Oder hätte ich von hier oben... Ah, hätte ich von hier oben den Schalter aktivieren können? Vielleicht irgendwie sowas, ja. Ich weiß es nicht.
Ihr könnt es ja selbst versuchen rauszufinden, wie man da reinkommt. Ich weiß es jedenfalls jetzt nicht. Aber es ist das Sinnvollste, ne? Dass man vielleicht von hier oben irgendwie den einen oder anderen Hebel erreichen kann. Wie dem auch sei, gehen wir weiter. Wo war die Galeone? Da. Boah, ich finde es total cool, dass die Einrichtungen noch alle leuchten. Da ist ein riesiger Pocky. Und schaut mal da, das Gebirge. Ich glaube, das ist aus New Super Mario Bros. Wii. Und da ist auch ein Schloss. Wo ist ein Peach Schloss eigentlich? Das will ich unbedingt noch sehen. Und Piazza Delfino natürlich. Also das sind zwei Stellen in diesem Pack, die ich unbedingt sehen muss. Aber hier diese Galeone, boah, die ist auch mega aufgebaut. Da hat man sich schon Mühe gegeben, du. Und dafür, dass es kostenlos ist, kann man echt nichts sagen. Auf jeden Fall gibt es auch hier wieder irgendwas zu finden. Da wette ich mit euch. Aber diese Galeone ist so groß. Nicht mal ich kann einschätzen, wo da was sein könnte. Wobei, das sind Schalter. Was ist denn das hier? Was passiert da? Hä? Geht da einfach nur das Licht an? War es das schon? Ist das alles? Hä? Ja, es sind noch mehr, ne? Seltsam. Aber schade, dass die Musik manchmal ein bisschen länger zum Laden braucht. Das nervt so ein bisschen. Ich würde gerne permanent Mario-Musik hören. Aber okay, dafür hat sich bis jetzt noch nichts wiederholt. Passt schon. Was haben wir denn da in dem Block? Oder sind das einfach so Crafting-Boxen? Das könnte sein, ja. Hier ist eine Röhre. Ach, wahrscheinlich sind die ganzen wichtigen Einrichtungen über Röhren verbunden, ne? Das kann sein, ja. Ja. Aber wo bin ich denn jetzt? Was soll das denn sein? Sind das einfach so Katakomben? Ein Spender mit einem Bowser-Logo. Okay. Was ist das? Wo führt das hin? Wow! Warum wird man da abgeschossen? What the fuck? Okay. Wird da irgendwas bewacht oder so? Ist das eine Spielhalle? Überall so komische Hebel, ne? Moment, die Tür war doch gerade offen. Oder etwa nicht? Doch, also auf jeden Fall ist dahinter etwas. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich jetzt total verlaufen. Ich weiß absolut nicht, wo ich bin. Da ist eine Tür. Ah, die können nur mit Redstone-Knöpfen aufgemacht werden. Also normalerweise, ne? Theoretisch könnte ich sie auch einfach einhauen. Da geht's auch noch irgendwo rein. WTF! Wo bin ich hier? Es ist so verdammt dunkel. Ich habe jetzt auch keine Fackeln zur Hand. Moment, wo sind denn die? Die kann ich mir doch natürlich auch einfach holen, ne? Du. Na gut, aber wir wollen ja jetzt natürlich nicht hier, im Untergrund rumlaufen. Ich versuche wieder rauszukommen. Wir müssen unbedingt Peach's Castle besuchen und Piazza Delfino finden. Was ist das hier für ein Gebäude eigentlich? Ich sag's ja, es gibt wirklich mega viel zu sehen. Okay, habe ich irgendwas Geiles gefunden? Ja, da ist auch eine Schallplatte, aber kein Schimmer, wo ich bin. Da geht's runter. Was? Ich bin ins Wasser gefallen. Oder? Hallo? Ja. Schauen wir mal, wo war ich denn da gerade? Ist ja crazy. Das ist nicht ganz so einfach, aus dem Wasser rauszukommen irgendwie. Jetzt. Das war... anscheinend eine Art... Ach, das war die Galeone? Immer noch? Okay. Das heißt, ich war im Inneren des Schiffs. Ich dachte, ich wäre in so einer Art Katakomben gewesen. Ja gut, dann haben wir ja sogar den Hauptpreis der Galeone auch noch gefunden. Was ein Luck, oder? Unglaublich. Waren wir in dem Castle schon drin? Nee, waren wir nicht. Das ist ein Turm. Das ist ein Turm aus den typischen... Oh, eine Piranha-Pflanze. Aus den typischen Mario-Spielen.
Diese Zwischentürme, wo es auch die Zwischenbosse gibt. Okay. Hier ist anscheinend auch wieder so eine Art Challenge. Also wir finden die ganzen kleinen Einrichtungen, aber die wichtigen noch nicht, oder? Vielleicht ist das hier Peach's Castle? Nee, sieht nicht so aus. Ich habe das kurz in dem Video von dem Amerikaner gesehen. Das Castle sah auch wirklich original aus, wie in Super Mario 64. Also dürften das schon finden. Geht's da nicht irgendwie hoch, sag mal? Mist. Weil sonst wäre dieser Turm ja total unnötig. Ist das ein Koopa? LOL, die Kühe sind Koopa. Bewegen sich sogar auf allen Vieren. Lelelelelel. So, Flagge, Zwischenflagge. Das bedeutet, dass wir das Castle geschafft haben. Ah, ich sag immer Castle, es ist keins. Es ist ein Turm. Ein Tower. Stimmt, kann man auch in diese riesigen Statuen irgendwie reinlatschen. Ach, und dann ist das Hauptschloss. Ja, jetzt erkenne ich's. Einmal der Zwischenturm und das Hauptschloss von einem der Koopalings, oder je nachdem, wer der Boss ist. Okay. Das sieht verdächtig aus. Diese Wand sieht sehr verdächtig aus. Warte, da sind zwei Schalter. Oh, ich hab was gehört. Es hat sich was getan. Aber... Ah, da in der Mitte. Oder muss ich die Schalter gleichzeitig aktivieren? Was? Oh, oh, okay. Okay, wo bin ich denn jetzt? Verdammt, ich bin im Inneren des Schlosses. Es gibt verschiedene Bowser-Türen und Schalter. Ah, okay, okay, ich weiß, was die wollen. Man muss wahrscheinlich so eine Art Jump'n'Run-Challenge schaffen. Wenn man alle Schalter aktiviert hat, dann denke ich, öffnet sich die Tür ganz oben und da wird dann wohl die Schaltplatte oder so sein. Oh, ist aber nicht einfach, du. Fuck! Ist nicht einfach. Na gut, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich will raus aus der Lava! So. Seht ihr? Das sind verschiedene Schalter und ich denke, wenn man alle aktiviert hat, dann wird sich oben was tun und wir kommen, denke ich, an eine Schaltplatte ran. Geil! Also richtig gute Idee. So Jump'n'Run Stellen gibt's ja schon länger in Minecraft. Gibt, glaube ich, sogar eigene Formate. Jump League, wie das heißt. Ich kenne mich ja nicht so aus, aber... gibt's auf jeden Fall. Es gibt ja sogar Minecraft Mario Party. So, hier, jetzt leuchten alle... Ah, da ist der Preis. Jetzt leuchten alle Blöcke und dann kommen wir... daran. Yeah! Nächste Schallplatte. 5 von 12. Da oben steht's. Ja, läuft bei uns, oder? Also dafür, dass wir das überhaupt gar nicht vorhatten, das zu suchen... sind wir sehr erfolgreich, was das angeht.